So, jetzt ist es früh, so ungefähr um 7. Und ja, komm, ich werde gleich abgeholt und dann geht es heute auf große Reise. Heute ist nämlich wieder Revolution-Tag. Wir haben meine Revolution, mein Revolutionsvideo von vorhin, das ich gesehen habe, oben in den Infokarten. Ansonsten nehme ich euch heute mit auf die Reise und bin gespannt, was heute auch alles auf uns zukommt. So, wir sind jetzt hier angekommen, in Berlin ist das, in Berlin Revolution. Und ja, vorhin waren wir mal auch hier und mal gespannt, was sich bis dahin geändert hat. Ein kleiner Fußmarsch und jetzt sind wir hier an diesem, na, wunderschönen oder pottenhässlich, irgendwo dazwischen liegt das Gebäude und ja, und ich bin auf jeden Fall wieder sehr, sehr gespannt, was heute alles auf mich zukommt. Gerade jetzt die ganzen Stände, ob es alles dasselbe ist wie letztes Jahr. Bei den Vorträgen, da gibt es ja von früh bis abends Vorträge. Weiß ich noch nicht, ob ich mir was antun werde. Mal gucken, weil oftmals mutiert das immer so zur Werbeveranstaltung. Aber ansonsten, ja, gespannt. Viele Rohkosttorten und Rohkostkuchen. Wir sind hier auf der Revolution und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Und hier gibt es ja, Bockwurst, Wiener, Brezel, Donut, alles. Das ist wahrscheinlich so ein Stand, der hier immer bei dem PEZ oder wie das heißt, so einem Kulturzentrum, der hier steht. Aber es ist natürlich etwas unpassend. Aber wir können mal schauen, ob jemand drin ist und sich eine Brezel oder sowas kauft. Aber ich denke mal, die werden ein relativ schlechtes Geschäft machen. Ja, das scheint nicht so, als ob das. Aber bei der letzten Revolution war es so, dass tatsächlich welche hier gestanden haben und ja, ganz normal ihre Bockwurst hier reingefügt haben. Aber Rohkost muss ja auch nicht unbedingt vegan sein. Aber letztlich, wenn du hier rumguckst, ist alles vegan. Was natürlich interessant ist, dass halt der da Bockwurst kaufen kann. Hallo, wir sind jetzt hier weiter auf der Revolution. Ich bin hier der Pia begegnet von, du hast aber auch einen YouTube-Kanal, Denkanstoß 3.0. Denkimpuls. Denkimpuls. 2.0. 2.0, genau. Und auf jeden Fall, ja, da dachte ich einfach mal, frag dir mal, wie ist es jetzt bei der Revolution, wie fandest du es? Ich habe mir schon ein paar, also meine eigene Meinung schon gepostet und das haben die Zuschauer schon gesehen. Und so, jetzt frage ich dich mal, ohne dass du weißt, wie ich die Revolution fand, wie findest du die Revolution dieses Jahr? Warst du erstmal dieses erste Mal ja da? Ja, das war das erste Mal für uns. Und ich finde es sehr schön. Wir sind natürlich aber auch hier hingekommen, um Verbindungen zu knüpfen. Ja, ne? Geschäftlich, Business. Ja, businessmäßig. Du, was verkaufst du? Irgendwelche Zahnbürsten oder was, ne? Ja, genau. Vor allem eine Bambus-Zahnbürste und Bambus-Papier und ein Handpapier. Mhm. Genau. Ja, und hier sind viele an der Bambus-Zahnbürste einfach interessiert. Aber das denkst du? Da, oder haben sich die Leute explizit schon gefragt, ob sie an deiner Bambus-Zahnbürste interessiert sind? Ja, tatsächlich. Okay, alles klar. Also, ja, gut. Also, und jetzt so von den Essen, Trinken und so weiter, wie fanden Sie es da? Ja, wir haben bisher eine Rohkosttorte probiert. Die bestimmt fettig, oder? Hier ist alles fettig. Ja, alle Süßigkeiten sind total fettig. Ja, also, die war ganz gut. Also, die war gut, aber fettig. Ja, das schon. Normalerweise muss ja eigentlich Rohkost nicht fettig sein, weil die Süßes, die Kohlenhydrate ist Zucker. Warum muss das alles fettig sein? Das ist eine Frage, die ich mir den ganzen Tag gestellt habe. Ja, alles ist fettig. Als Basis die Cashewkerne. Das ist das Problem, ja. Aber du kannst mir eigentlich einen Pott Zucker hinstellen, das finde ich auch lecker. Aber so Cashew, also zu viel Fett, geht bei mir überhaupt nicht. Aber du bist da nicht so, oder? Hast du schon mal gesagt. Nein, bin ich bisher nicht so. Also ich habe bisher sogar Leinöl und so. Ich weiß, du bist da nicht so affin überhaupt. Extrahierte Öle. Ja. Das stimmt schon. Also eigentlich sollte man alles
im Verbund, also so ein Leinsamenkorn dann eher so essen. Ne? Das tun wir auch im Frischkornbrei immer morgens. Aber das zum Beispiel auch. Und ne, bisher. Und Vorträge, was angeschaut? Noch nicht. Noch haben wir uns. Und hast du noch einen Vortrag auf der Agenda? Interviews. Ja, bei Heike Bauer werden wir. Heike Bauer, da geht es bestimmt um Detox, oder? Ja, jetzt auch schon. Genau, heute geht es um Detox und morgen sind wir dann auch noch mal da. Ah, seit 2 Tagen bei der Revolution. Ja, genau. Morgen sind wir auch noch da. Okay. Cool. Ja, und mit der haben wir dann halt auch eine Verbindung. Ne? Also nicht, das ist einfach für mich nicht nur Business, sondern auch sein Geben und Nehmen. Also wunderbar, auch die Leute kennenlernen, einfach auch die Atmosphäre aufsaugen von den Leuten, die auch ein gewisses Mindset haben, ein bisschen offen sind und Leute kennenlernen, und die man vielleicht auch nur über das Internet kennenlernt. Wir haben uns jetzt auch das erste Mal kennengelernt, haben uns hin und wieder mal gegenseitig kommentiert, aber ansonsten sind wir nicht gekannt. Und dann einfach über eine gemeinsame Idee, einfach bei so einer Revolution, das ist ja nah einer Revolution, weil irgendwie so, das ist schon so Aufbruchcharakter hat das alles und das macht tierisch Spaß. Wie gesagt, ich bin das zweite Jahr jetzt hier und bin nächstes Jahr bestimmt auch wieder dabei. Wobei ich, wie gesagt, naja, das ist halt schon viel auch Verkaufsveranstaltung und so weiter. Da muss man halt schon, naja, ein bisschen was schauen. So ist es. Als Consumer, wie soll man es nennen, einfach nur so zum Spaß hinzugehen, würde ich auch sagen, ist halt wirklich sehr getrimmt, auch Verkauf so. Aber ja, genau, wir also sind halt auch mit einer anderen Intention noch ein bisschen hier. Ja. Naja, gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei der Revolution und wir sehen uns vielleicht nächstes Jahr wieder oder bei YouTube. Ja, Kanal von ihr verlinke ich unten. Alles klar. Dank. Tschüss. Wunderbar. Man schneidet die Jackfrucht an. Morgen. Ach, wieder Deko. Wenn ich dicke Hose machen und dann nicht mehr. Es ist eine typische Sauerei. Wir haben sehr wenig Platz. So, jetzt haben wir hier das erste Mal zugeschlagen. Und zwar ist das ein Cashew-Käse aus der Tschechei mit Kinderarbeit produziert. Deswegen kostet der auch nur 2,50 Euro. Und schmeckt aber ganz gut. Und ja, und hier solche Cracker. Und das zusammen so als Dip. Für 5 Euro ist, sag ich mal, gerade so verschmerzbar. Aber der Käse hier schmeckt echt gut. Also die Firma My Raw Joy. Also, wenn ihr dazu kommt, habt 2,50 für, sag ich mal, 50 Gramm Käse, das scheint mir noch, dafür, dass es Rohkostqualität ist, sogar relativ gut. So, und jetzt gibt es eine Rohkost-Pilzrahmsoße mit irgendwelchen Knödeln. Weißt du, welche Knödel das waren? Deftige Knödel. Mit deftigen Knödeln, was auch immer die deftigen Knödel sind. Die sind auf jeden Fall, die deftigen Knödel sind hier unten drunter. Und ja, 5 Euro erscheint mir noch relativ preiswert für Rohkost. Und von daher lassen wir das jetzt schmecken. So, jetzt habe ich den Nächsten getroffen, die kennt ihr vielleicht auch, das ist Vegan Feeling und die haben auch einen YouTube-Kanal und ich muss sagen, die ganze Revolution ist auch irgendwie total jünger geworden zum letzten Jahr. Das heißt, dieser roh-vegane Trend, das setzt sich immer mehr auch in der Jugend fest und von daher freue ich mich umso mehr, dass ich euch mal auch live gesehen habe. Ja. Wie fandet ihr die Revolution? Ihr wart ja vorgestern mal auch, aber als Aktiver, ihr habt einen eigenen Stand gehabt, sie haben den süßesten Kuchen und den besten Kuchen gemacht, der wirklich das letzte Mal da gewesen ist, aber heute seid ihr einfach nur als Zuschauer, als... Ja, genau. Ja, genau. Wir haben jetzt nicht... Willst du? Mach du. Ja, wir haben einfach gedacht, wir brauchen eine kleine Auszeit und wollten einfach nur so unter Menschen kommen. Und wir haben natürlich ein paar Interviews gemacht, auch mit Car. Und wir wollen natürlich auch eins mit dir machen. Ansonsten haben wir das Essen genossen und auf die Klare Acht gegeben. Das ist schon ein Fulltime-Job, ja. Ja, wollte ich gerade sagen, wie verträgst du die ganzen Menschenmassen und so? Ja, schon jetzt, wenn es hier ein bisschen Ruhe ist, dann merkt man schon, dann ist sie ein bisschen ausgelassener wieder. Aber das liegt auch ein bisschen an uns. Wenn Katrin zum Beispiel war sehr ruhig vorhin mit ihr zusammen, dann klappt das auch mit ihr. Also ich war ein bisschen hektischer, da war sie auch ein bisschen unruhig. War das eine Überlegung, ob ihr vielleicht nicht herkommt wegen Kind oder habt ihr... Ja, wir haben schon bei der langen Fahrt schon überlegt, weil das war auch echt anstrengend, aber es hat alles ganz gut geklappt. Ich habe das Gefühl, sie macht so einen kleinen Entwicklungsschub. Heute Morgen konnte sie plötzlich klatschen und wir tragen sie ja in so einer Trage, also das ist, sie hatte die Nähe und die Ruhe. Dann. Da habe ich mal gehört, es ist entscheidend, ob man den hinten oder vorne trägt. Irgendwas ist gut, irgendwas ist schlecht. Hast du dich da schon informiert? Ich mache beides. Vorne ist auf jeden Fall beruhigender, weil da hast du ja direkt einen Herzschlag, aber hinten eigentlich auch. Oh. Ja. Jetzt ist dunkel geworden. Ja, wir müssen uns bewegen. Ja, du hast es halt. Ja. Genau, und ja, doch für den Rücken ist vorne auch besser. Also im Vergleich, ich wollte nochmal sagen, weil du gefragt hast, im Vergleich zu letzten Jahr. Letztes Jahr war ich als Aussteller hier und da war es, ich fand, noch voller, hatte ich das Gefühl. Und ich habe 12 Stunden wirklich nur das, den Stand gesehen. Ich habe nichts anderes gesehen und wirklich, ich hatte ja noch Vorträge auch, habe versucht, noch ein Interview zu machen. Ich war wirklich nur diese
und habe gar nichts von der Messe mitbekommen. Mhm. Jetzt habe ich ein bisschen was mitbekommen, war ganz gut. Und so vom Gefühl her, von Menschen, ist irgendwas Spezielles, merkt ihr da was? Also ich merke immer auf der Revolution so ein Geist, der Rohkostgeist, ich weiß nicht, irgendwie... Der alte Rohkostgeist. Ja, ich weiß nicht, aber irgendwie so ein Gefühl, dass man ja, unter Gleichgesinnten zum einen und zum anderen irgendwie eine gewisse Offenheit, also gibt es auch so Fröhlichkeit, will ich nicht sagen, aber so ein bisschen eine angenehme irgendwie so, weiß ich nicht, merkt ihr das irgendwie? Doch, ich kann mich gut erinnern, es war beim Speyer, da war ich so geflasht, weil ich so richtig zum ersten Mal auf der Revolution war und so viel liebevollen Menschen begegnet. Ja. Alle waren so offen und herzlich und danach, also ich war auch wie ausgewechselt. Das lädt auch, ne? Ja, jetzt, wenn man schon kennt, ist man jetzt nicht mehr so überrascht, aber es doch, man kann sich aufladen, fühlt sich viel positiver auf jeden Fall. Ja, ich finde es interessant, wir sind ja seit heute Morgen schon hier, ich bin eigentlich noch relativ fit, ich bin zwar auch ein bisschen müde, ich habe die Nacht auch nicht so gut schlafen, aber irgendwie... Habt ihr ganz schöne Fahrt hinter euch, gestern, ne? Ja. Ja, gestern waren wir eben 8 Stunden auf der Autobahn, aber mit Pausen halt. Die wollte eine Stunde einfach dann mal raus, ein bisschen rumkrabbeln und so weiter. Das ist dann... Und essenstechnisch, habt ihr da heute schon alles durchprobiert, oder? Wir haben schon alles so nicht? Oft was ausgeprobiert, dass wir eigentlich bei einem Stand geblieben sind. Dürfen wir aber nicht mehr sagen, oder? Warum nicht? Sagen, darf man Werbung machen? Mir ist das scheißegal. Wir haben von einem, wie schon gesagt, wir sind ganz große Aroma-Fans. Also wir gehen da immer und essen dort immer. Ja, genau. Die haben aber voriges Jahr 7 Euro noch für den Burger genommen, jetzt für denselben Burger 8 Euro. Aber es wird gekauft, also von daher. Ja, weil es einfach wirklich gut ist, also unvergleichbar. Ich würde gerne das Geheimnis von ihm wissen, weil es schmeckt einfach geil. Ist das so, wie kocht er selber, macht viele Rezepte, ist das so irgendwas Spezielles irgendwie? Der Geschmack ist einfach so rund und ausgeglichen irgendwie besonders. Also ich weiß nicht. Also meine Mutti würde sagen, da musst du ordentlich Salz dran tun, dann wird es rund. Das machen die meisten falsch. Den Salat, die lecker hinkriegen, die müssen einfach ein Stück mehr Salz dran machen. Klar, dann kommt der Geschmack besser her. Ja, das genau. Ist auf jeden Fall, aber es ist noch mehr. Aber ich glaube, da ist noch was anderes. Ja. Wir wissen es ja leider nicht. Das sagt ihr auch nicht, die dort. Wir müssten eigentlich mal hin und ihn direkt ansprechen. Ja, und die Rezepte sollten... Oder wenn du das jetzt siehst, lieber Roger, bitte. Roger, her mit den Rezepten. Her mit dem Rezept. Und dann macht er nächstes Jahr den selben Stand, auch für 7 Euro. 7,50 Euro. Und von Süßspeise habt ihr da schon ein bisschen durchgemacht? Das war jetzt herzhaft. Nee, haben wir noch gar nicht, ne? Doch, nee. Ach doch. Heute noch nicht. Aber bei der Nelly habe ich so viele schöne Sachen gesehen, da würde ich gerne noch mal gucken. Es gibt auch wahnsinnig viele Riegel und Dings. Und das stimmt. Man hat ja manchmal so den Eindruck, dass die Rohkost eigentlich so das, was sie so nach außen hin, wenn ich jetzt theoretisch, ich habe keinen Zugang zur Rohkost, und wenn ich jetzt theoretisch auf so eine Rohkost messe, da denke ich, Rohkost ist einfach nur total viel Süßes und Fettiges und sonst was. Also es ist sehr, sehr süßlastig auch. Und dieses Gesunde, was ich eigentlich so, dieses Puristische in der Rohkost, das muss ich sagen, vermisse ich so ein bisschen bei der Revolution. Einfach so die einfachen Dinge. Rohkost, jetzt hochqualitative Obst, aber ansonsten, also siehst du das anders? Oder? Nee, ich kann das verstehen, dass du das so siehst, aber ich denke, dass das die Brücke ist. Weil wenn jetzt jemand kommt, der Pizza gewohnt ist, McDonald's Food und so weiter, und sagt, okay, ich will mich gesünder ernähren, dann irgendwie möchte ich aber Pizza essen oder was weiß ich, dann kann man denen eine Alternative anbieten. Die ist vielleicht, jetzt sagen wir mal, nicht so, wie du sagst, puristisch und so weiter, aber sie ist eine Brücke zu dem, vielleicht kommt der dann irgendwann dahin und sagt, ey, eigentlich könnte ich einfach nur Apfel und Bananen oder was weiß ich. Ja, das stimmt, ja. Vielleicht kann man damit aber nicht so gut Geschäfte machen. Das kommt natürlich dazu, ja. Ja, also. Das stimmt, also das ist ein interessanter Gedanke, dass es wirklich so, dass wirklich so eine Art Brücke ist, also das stimmt. Von der Seite habe ich es noch nicht gesehen. Das ist natürlich dann positiv. Ja. Gerade weil die Vorträge ja auch oft an, es läuft immer die ganze Zeit Vorträge, die sind auch sehr oft am Einsteiger gerichtet. Ja. Und von daher, ja, dass es so quasi der Einstieg ist für den interessierten, eventuell Rohköstler. Ja, weil er kennt ja nur das, was in der Gesellschaft gelebt wird. Also genau. Burger, Pommes, was weiß ich. Ja. Und ihr bleibt nur heute hier oder kommt auch morgen nochmal? Also wir sind in Berlin bis morgen. Ob wir es morgen hier nochmal auf die Revolution gehen, wissen wir nicht. Ja. Eher nicht. Ich glaube, wir wenden den Tag, um gemütlich wieder nach Hause zu fahren. Cool. Und nächstes Jahr wieder? Wieder als Aussteller oder als... Schauen wir mal, ob wir nächstes Jahr hier in Deutschland sind. Ach so, schon Pläne. Ich weiß es noch nicht. Ja. Ich weiß es noch nicht, ob überhaupt. Warum nicht? Also es ist immer eine schöne Angelegenheit, so eine Messe und einfach mal Leute zu treffen, überhaupt ein bisschen das ist halt wirklich was zu sehen und so weiter. Das ist schon eine schöne Sache. Die gibt es ja 4-mal im Jahr. Also von daher kann man Speyer sind. Stuttgart? Nee, Speyer, Mülheim. Ach, Mülheim, ja. Berlin. Freiburg. Freiburg, genau, ja. Aber die in Berlin ist schon so die größte. Die besten Leute. Ja. Speyer ist, glaube ich, auch nochmal richtig fett. Ja. Cool. Naja, dann sehen wir uns ja vielleicht spätestens in einem Jahr Revolution wieder, oder? Na, auf YouTube sehen wir uns ja alle. Kanal von den beiden verlinke ich euch unten. Zum Festival kommst du doch. Zum Festival? Ja. Ach, jetzt zu eurem Apfelpflück-Festival. Ja, genau, da kommst du doch. Und das muss ich mir noch überlegen. Du willst einen Vortrag. Genau. Nee, ich kann nicht vortragen. Ja, vielleicht, mal sehen, mal gucken. Also, ja, das würde ich sagen, verabschieden wir uns und. Ja, danke schön. Macht's gut. Ja. Ciao, bis bald.
So, die Revolution ist zu Ende. Ich gehe mit der Silke zurück zum Auto in der Hoffnung, dass unser Fahrer noch gewartet hat. Unser Fahrer ist irgendwie verschwunden, aber wir sind guter Dinge. Und ja, also die Revolution diesmal zum Relation zum letzten Mal. Was würdest du sagen? Hat sich was verändert? Also doch ein paar neue Eindrücke, man hat ein paar neue Menschen kennengelernt, neue Themen, neue Vorträge. Wir haben uns heute, also ich habe mir zwei Vorträge angeschaut und ja, also ich würde jetzt nicht so, habe jetzt nicht so einen großen Unterschied festgestellt. War einfach wieder schön. Genau, es war einfach schön. Schöne Atmosphäre, ein bisschen Wissensvermittlung. Genau, wieder mit netten Menschen geplaudert, wieder ein bisschen Wissen aufgesogen, ein bisschen wieder leckere Rohkost probiert, ja. Und du hast viel probiert heute. Ja, also für deine Verhältnisse. Aber nichts Süßes. Nichts Süßes, ja, aber herzhaft. Also so Gemüse, so herzhafte Sachen hat mich auch interessiert. Schöne Kombination. Gut, und sehen wir uns dann einmal wieder zur Revolution? Unbedingt. Ja? Unbedingt. Okay, na dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Jahr. Tschüss.